Felix Bildhauer. Schlägt auf. Gestirnes Regionalliga. Versbach. Zu Gast bei Feldrich. Was gut, wir haben ja zwei oder drei Punkte geführt. Das war im ersten Satz so, das war im zweiten Satz so, das war im dritten Satz so. Aber nur einen dieser drei Sätze hat auch einen gebracht. Beide mal im Bild, die Freunde von einst. Links Michael Ziegler. Verletzungsbedingt nicht im Einsatz für die Feldrücher. Rechts Felix Bindermann. Haben viel Zeit miteinander verbracht. U14, U16, U18. Nummer 1 und Nummer 2 in Bayern. Und während Ziegler den Felix öfter mal geschlagen hat, war der deutschlandweit deutlich weiter vorne. Sogar deutscher Schülermeister. Ja. 10 zu 5. Und diesmal dauert es nicht mehr ganz so lange, bis er den 11. Punkt macht. Kuhmann. Nebentisch Marius Zaus gegen Andi Ball. Und das ist auch eine sehr schillernde Figur, dieser Andi Ball. Der stammt nämlich aus der Generation von Timo Boll, muss wohl mit ihm zusammen im Nationalkader gewesen sein, sehr viel mit ihm trainiert haben. Feststeht, dass er sehr, sehr gut befreundet ist mit der ganzen Family. Rodelia Boll, Hund Curry, erkennt ihn sogar. Hat dann nicht ganz so die Profikarriere durchgezogen. Und auch aus beruflichen Gründen etwas langsamer getreten. Und zurück zum mittlerweile fünften Satz zwischen Kuhmann, Feldrich, Felix Bindhammer. Zum ersten Mal ist es umgekehrt. Zum ersten Mal führt Felix Bindhammer jetzt.
Grund genug für Michael Ziegler, da eine Auszeit zu nehmen. Und weiter geht's bei 4-1. Ja, eigentlich habe ich schon geflaxt nach den ersten beiden Sätzen. Der Gumann soll es doch mal umgekehrt machen. Er soll mal den Felix führen lassen. Und sich dann den Satz klauen. Aber schauen wir mal, ob das klappt. Die ersten zwei Punkte im Seitenwechsel sind schon da. Macht die Sache etwas freundlicher. Sieht fast ein bisschen danach aus. Wer führt, verliert. Jetzt zieht erstmal Coach Weinhold hier die Rausleine. Sechs zu. Kurioser Spielverlauf. Ich glaube ja noch nicht ganz daran. Die wäre wieder mal gerecht, aber dazu müsste man die Regeln ändern.
irgendwie mit diesen Bällen, die so von ganz weit hinten kommen, nicht zurecht. Da stellt er sich nicht konsequent genug drauf ein. Steht dann oft falsch. Elf, elf. Stopp ist Stopp. Ja. Schießt den da Stopp zusammen. Wer hat den Ball jetzt? Das ist Stoppball. Jetzt weiß ich, dass der Ball nicht mehr. Ja, ganz korrekt. Ich bin auch sehr, sehr unglücklich. Ja, so ist das dann halt. In der Verlängerung erst ein Netzroller und dann dieses extrem unglückliche Stopp. Und schon ist dein Spiel weg. Bei dem es eigentlich keinen Sieger gibt. Naja, andererseits darf sich Herr Kuhmann nicht beschweren. Er hatte die ersten beiden Sätze wirklich genügend Chance, das Spiel sogar 3-0 für sich zu entscheiden. Die hat er nicht genutzt.